In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man ein elektrisches Netzwerk in einem Netzwerksimulationsprogramm wie LTSpice simuliert, und als Beispiel soll hier mal das Netzwerk aus der Aufgabe 54 dienen. Bevor man jetzt irgendwas simuliert, sollte man die Aufgabe erstmal vielleicht so rechnen von Hand, zum Beispiel eben mit der Zweitstromanalyse oder mit der Maschenstromanalyse. Wenn man das tut, dann sollte man darauf kommen, dass oder bevor man das macht, man soll hier die drei Ströme berechnen durch die Widerstände. Man müsste erstmal die Richtung der Ströme festlegen. Die sind hier mal so festgelegt, dass die Ströme immer nach rechts bzw. nach unten fließen. Und wenn man die dann ausrechnet mit der Zweigstromanalyse oder mit der Maschenstromanalyse, kommt man darauf, dass hier oben durch diesen Widerstand ein Strom von 3 Ampere fließt und durch diesen Widerstand ein Strom von 1 Ampere fließt und dass in diesem Zweig hier unten eben nach unten ein Strom von 2 Ampere fließt. Jetzt kann man eine kurze Probe machen und gucken, ob das auch so passen kann. Wenn durch die Widerstände, die ja jeweils 1 Ohm groß sind, hier eben diese Ströme durchfließen, dann fällt über diesem Widerstand hier auch eine Spannung von 3 Volt ab und über diesem Widerstand eine Spannung von 1 Volt und über diesem Widerstand hier eine Spannung von 2 Volt. Und jetzt müssen natürlich die Maschensätze in diesem Netzwerk hier passen. Der Knotensatz passt ja schon mal. Der Strom mit 3 Ampere teilt sich hier auf in 1 Ampere und in 2 Ampere, was auch wieder zusammen 3 Ampere macht. Und jetzt kann man noch mal die Maschensätze sich angucken. Das hier sollten ja mal 5 Volt gewesen sein und diese Quelle hier sollte mal 1 Volt gewesen sein. Und wenn wir jetzt jeweils vom Knoten A mal zu dem Knoten hier runterlaufen, dann haben wir hier minus 3 Volt plus 5 Volt sind sozusagen 2 Volt auf diesem Weg entlang nach unten. Wenn wir hier diesen Pfad lang laufen, diesen Zweig lang laufen, sind das auch 2 Volt. Das passt also schon mal, wenn wir hier hinten lang laufen, 1 Volt plus 1 Volt sind auch 2 Volt. Also stimmen die Knotensätze, stimmen die Maschensätze dieses Netzwerkes richtig berechnet. Und auf genau diese Werte sollten wir jetzt natürlich auch in dem Netzwerksimulationsprogramm kommen. So, dieses LTSpice hier, das kann man sich runterladen von linear.com, von Linear Technology. Hier auf dieser Seite findet man diesen Download-Link. Da kann man also weiterklicken und kann sich das runterladen kostenlos. Es ist kostenlos benutzbar, es ist aber nicht quelloffen. Also man kann nicht wirklich in den Quelltext reinschauen und gucken, was da passiert. Es ist aber in der Hinsicht eben ansonsten frei verfügbar. Und dafür, dass das halt kostenlos ist und so klein ist, kann das echt eine Menge. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, Linear Technology, ohne jetzt groß Werbung zu machen, ist ein großer Hersteller von Halbleiterbauelementen und integrierten Schaltkreisen. Und man findet eben in dieser Software auch ganz viele Modelle von den Modulen, die die sozusagen vertreiben. Und die Idee von denen ist so ein bisschen, dieses Programm halt als Werbung zu nutzen. Man will irgendeine Schaltung bauen, man simuliert die dann mit den Bauelementen von LT und sagt, das hat so toll funktioniert, dann kauft man die da auch und baut das halt auch da tatsächlich auf. So, wenn man jetzt hier diese Software aufmacht, dann sieht die eigentlich erstmal so aus. Das erste, was man tun muss, ist hier auf New Schematic auf einen neuen Schaltplan zu klicken, sodass man eine neue freie Fläche bekommt, wo man jetzt hier was reinfügen kann. So, wir fangen mal an, diese Widerstände da reinzufügen. Wenn man das Bild jetzt ein bisschen größer hat, dann geht diese Leiste hier noch etwas weiter. Dann findet man da oben auch das Element für den Widerstand direkt. Ich will jetzt hier nebenan noch die Originalschaltung sehen, deswegen muss ich mir den Widerstand mal hier suchen. Hier gibt es einen Widerstand. Jetzt steht man schon vor dem ersten Problem. Der Widerstand zeigt hier irgendwie nach unten. Hier drüben auf der Seite wollen wir den ja aber ganz gern nach rechts haben. Jetzt kann man Steuerung R drücken auf der Tastatur und kann den drehen. Ich drehe den mal so weit, dass diese Beschriftung nach oben zeigt. Und füge den jetzt so hin, da haben wir den Widerstand 1 und dann tun wir hier den Widerstand 2 hin und nochmal einmal drehen und dann haben wir den Widerstand 3. So, jetzt haben wir schon mal die Widerstände. Jetzt brauchen wir noch Quellen. Wenn man hier oben wieder in diese Leiste reinguckt, stellt man fest, also hier findet man zwar Widerstände und Kapazitäten und Induktivitäten und Dioden und so weiter und so fort, aber man findet dort keine Quellen. Die Quellen zu finden ist auf den ersten Blick etwas schwierig. Man muss hier auf Edit gehen und auf Komponenten. Und dann findet man unter Voltage eine Spannungsquelle, so wie wir die kennen. Die hat jetzt keinen Spannungspfeil. Das ist sozusagen das amerikanische Symbol. Plus ist da, wo das höhere Potenzial ist. Minus ist da, wo das kleinere Potenzial ist. Und bei uns wäre sozusagen hier oben
Plus, warum meint das jetzt nicht? Plus und hier unten wäre Minus. So, also eine Quelle auf dieser Seite und eine Quelle auf der anderen Seite. Dann haben wir schon mal alle Quellen. Jetzt muss man das noch verdrahten. Fürs Verdrahten gibt es hier oben dieses Wire-Tool. Das findet man auch hier über Draw Wire. Oh, jetzt ist die Schaltung ein bisschen klein geworden. Da gibt es auch so einen Trick, wenn man die Leertaste drückt, dann wird die Schaltung genau so groß dargestellt, dass die halt diesen Bildschirm hier gut füllt und genau mittig ist. So, dann können wir das alles einfach damit verdrahten. Ups, das war schon mal falsch. Jetzt sieht man, hier ist so ein Knoten entstanden. Da sollte eigentlich kein Knoten sein. Das sollte direkt nur so an diesen Widerstand rangehen. Da. Wenn man die Entfernen-Taste drückt, dann kommt so eine kleine Schere. Dann kann man da falsche Drähte wieder mit weglöschen. So, also weiter. Verdrahten. Und jetzt sieht man schon an der Stelle, was passiert, ist jetzt so ein Knoten entstanden und er wird auch tatsächlich als Knoten gekennzeichnet. Und dann brauchen wir noch die restlichen Verbindungen. Und wenn man das hier unten verbindet, dann entsteht da auch wieder so ein Knoten. So, und das, was diese Software jetzt eigentlich im Hintergrund macht, ist Knotenspannungsanalyse berechnen, aber eine modifizierte Knotenspannungsanalyse, weil in diesem Netzwerk kommen ja Spannungsquellen vor, die in der normalen Knotenspannungsanalyse erstmal nicht zugelassen sind. Und jetzt sieht man, dass der im Hintergrund hier ganz unten an der Stelle kann man das sehen, dass die Knoten hier im Hintergrund schon nummeriert werden. Also das ist Knoten 1, das ist Knoten 2, das ist Knoten 3, das ist Knoten 4. So, jetzt müssen wir natürlich dem Netzwerksimulationsprogramm hier noch sagen, wie groß sind denn die ganzen Bauelemente, was sind die Werte. Also, dass die Quellen 5 Volt und 1 Volt sind und dass die Widerstände jeweils 1 Ohm sind. Dazu kann man hier mit der anderen Maustaste auf die Bauelemente draufklicken und dann öffnet sich so ein Fenster und kann man hier sagen, das sind 5 Volt und das sind 1 Volt und das sind eben jeweils 1 Ohm und 1 Ohm und nochmal 1 Ohm. So, dann sieht doch unsere Schaltung auf der linken Seite in dem Netzwerksimulator schon mal ziemlich genauso aus wie die Schaltung hier drüben. Da sollte das doch eigentlich passen. Jetzt ist die Frage, wie kann man hier simulieren? Man kann hier auf dieses kleine Männchen drücken und dann kommt so ein Fenster für die Simulation, Run. Und das, was wir jetzt machen wollen, ist eigentlich nur ein Gleichspannungsarbeitspunkt berechnen. Ne? Also welche Ströme, wir wollen nicht irgendwas in Abhängigkeit von der Zeit oder in Abhängigkeit von der Frequenz simulieren oder irgendwelche Übertragungsfunktionen, sondern wir wollen eigentlich nur wissen, genau für diesen einen Arbeitspunkt jetzt hier, was stellen sich da für Spannungen und Ströme ein. Und das kriegt man mit diesem DC Operation Point mit einem Gleichspannungsarbeitspunkt hin und klicken mal OK. Und da kommt schon die erste Fehlermeldung, was wir falsch gemacht haben. Unser Schaltkreis hat keine leitende Verbindung zur Masse und wir sollen mal bitte einen Knoten als Masseknoten festlegen. Warum müssen wir das machen? Wie schon gesagt, das, was hier im Hintergrund passiert, ist Knotenspannungsanalyse oder modifizierte Knotenspannungsanalyse. Und der erste Schritt für die Knotenspannungsanalyse ist, einen Knoten als Bezugsknoten festlegen. Und dieser Bezugsknoten hier ist der Masseknoten. Und den kriegt man damit hier in Place Ground. Wir müssen einen Knoten als Bezugsknoten festlegen, sozusagen dem das Potenzial 0 geben, 0 Volt. Und das mache ich mal mit dem Knoten hier unten. Da diese Masse drunter und die jetzt hier noch direkt angeschlossen. Und mit Escape kriegt man das Wire-Tool wieder weg. Und dann steht hier unten eben jetzt, das ist Ground. Ja, also hier in der Statusleiste. Das ist der Masseknoten, das ist der Bezugsknoten und das ist immer noch Knoten 1 und Knoten 2 und Knoten 3. So, dann können wir wieder auf den Simulieren-Knopf drücken. Und dann kriegen wir auch schon ein Ergebnis. Und was steht da jetzt? Also da steht die Spannung am Knoten 1. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das hier hingeschoben kriege, dass man sowohl die Schaltung als auch das Ergebnis als auch die Originalschaltung sieht. Hier unten ist eine gute Stelle. So, also die Spannung am Knoten 1, das war mal dieser Knoten hier, das sollte 5 Volt sein, können wir gucken, das sind auch 5 Volt, das passt. Und die Spannung am Knoten 2, das sollte dieser Knoten hier in der Mitte sein, das sind 2 Volt und das sind auch bei uns hier die 2 Volt, das passt auch.
Und die Spannung am Knoten 3, das ist dieser Knoten hier hinten, die sollte 1 Volt sein. Da können wir hier drüben gucken, das sind die 1 Volt, das passt auch. Und dann werden hier eben noch die Ströme durch die ganzen Widerstände angezeigt. Und zwar ja, sieht man jetzt hier leider nicht so richtig, in welche Richtung die zeigen. Man sieht jetzt hier unten auch, da ist irgendwie ein Strom ausgerechnet worden, aber man sieht leider nicht so richtig, in welche Richtung. Die Richtung ist hier auch so gemeint, dass das jetzt hier nach rechts fließt und hier nach rechts fließt und hier nach unten fließt, weil eben dieses Label hier oben ist und hier oben und weil ich diesen Widerstand am Anfang so gedreht habe, dass eben da die Beschriftung oben ist. Wenn die Beschriftung oben ist, zeigt der Strom nach rechts. Wenn man nachher transient simuliert und dann kriegt man wie so ein schönes Strommessgerät, was man auf die Widerstände draufhalten kann, was einem auch die Richtung angezeigt wird, auch nicht bei dieser einfachen Arbeitspunktgeschichte hier. Nichtsdestotrotz können wir es jetzt vergleichen und können schauen, durch den Widerstand 1, das ist der erste Widerstand hier vorne, fließt ein Strom von 3 Ampere. Das ist auch der, den wir hier drüben von Hand ausgerechnet hatten, so wenn wir das denn von Hand ausgerechnet haben. Durch den Widerstand R2 fließt ein Strom von 1 Ampere und durch den Widerstand R3 hier unten, durch diesen Widerstand fließt ein Strom von 2 Ampere. Das stimmt auch mit dem da drüben überein. Und dann wird eben jeweils noch der Strom angegeben, der durch die Quellen fließt. Wobei das jetzt hier eben auch so ist, dass der Strom von Plus nach Minus fließt. Also für die Quelle, hier hinten für die Quelle UQ2 oder V2, wie die hier heißt, sind das eben ja, 1 Ampere, die in diese Richtung fließen, 1 Ampere, die hier runterfließen. Und hier drüben für die Quelle V1 fließen ja 3 Ampere in diese Richtung. Wie gesagt, die Zählweise ist so, dass der Strom von Plus nach Minus durch die Quelle gezählt wird. Und dann wären das eben entsprechend minus 3 Ampere in diese Richtung. Deswegen steht hier unten dieses Minus. So, und damit ist dieses einfache Netzwerk in T-Spice berechnet. Und genau auf diese Art und Weise kann man jetzt natürlich auch beliebige andere und auch beliebig kompliziertere Netzwerke hier berechnen.